Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Guten Morgen. Event hat angefangen, zumindest mit dem Ticket. Wobei, auch Leute, die kein Ticket haben, kriegen Doppelsternstaub fürs Brüten und Fangen, paar Pokémon spawnen mehr und muss ich mal nachschauen, warte. Laukarps, Schnutthelm aus den Firmen zum Beispiel, Raid-Bosse, oh mein Gott, die sind so schlecht. Nicht ein einziger interessanter. Normal, Feuer, Wasser, Elektro und Eis sind erhöht. Davon gibt es ein paar Shiny wie Magnetilo, Schnäppke, Hunduster. Den Kader jetzt in den Eiern und aus der Quest, aber die Quest glaube ich nur für Ticketholder. Und ja, wie gesagt, mehr Sternstaubdoppel. Spezialforschung. Habt ihr euch ein Ticket gekauft? Schreibt es gerne unten in den Kommentare. Ich habe es mir gekauft. Alle Aufgaben sind bekannt. Ich bin bei 1 von 5 offensichtlich. Und Niantic hat eigentlich im Vorfeld gesagt, man kann alles zu Hause machen. Ist zu Hause machbar und das wollen wir mal sehen. Also, Aufgabe 1 von 5. Gib einem Kumpel eine Berge. Ist möglich, habe ich direkt gemacht. Und da gibt es diesen Una Tüdrox oder so, den Mülltypen. Interessiert mich nicht. Kämpfe 5-mal gegen einen anderen Trainer, muss ich noch machen. Wir haben gestern Abend bereits für PvP-Interaktionen gekämpft und ja, jetzt muss ich mal schauen, wo ich für 5 Kämpfe herbekomme. Fange 25 Normal-Pokémon. Das könnte ein Problem werden. Hätten sie umwandeln sollen, dann fange 25 Pokémon oder so. Denn, wo kriege ich 25 Normal-Pokémon her? Selbst mit Rauch und sowas. Schauen wir mal. Belohnung, 5 Pässe, Pinsir, möglicherweise Shiny und die Mütze. Danke. Aufgabe 2 von 5. Verwende 5 Power-Ups. Kann man zu Hause machen. Man kriegt 1000 Staub, aber gibt bei weitem mehr dafür aus. Wobei, kommt davon, was man pusht. Fange 25 Pokémon vom Typ Feuer. Auch da, Digga, woher soll ich diese Feuer-Pokémon bekommen? Verschicke 3 Geschenke an Freunde. Was ist, wenn ich keinen Homestop habe, keine Home-Arena? Woher soll ich diese 3 Geschenke bekommen? Ich habe zum Glück einen Homestop, also ist kein Problem. Belohnungen. Panzergon, möglicherweise Shiny. 3 TMs, ich weiß nicht was für welche. Ich nehme mal an, schnell, fast. Und 3 Super-Inkubatoren, saftig. 3 von 5, verschicke 3 Pokémon, ist machbar. Fange 25 Wasser-Pokémon. Woher diese Wasser-Pokémon? Ja klar, alles ist erhöht. Mergel ist zum Beispiel Wasser, ist möglich. Brüte ein Ei aus. Wie soll das gehen ohne gehen? Check mein Video ab. Ganz einfach. Durch Schütteln, Handy schütteln. Yay! Bisschen cheaten hier, muss sein. Dafür gibt es 3 Rauch, einen Sichler und einen Rucksack. Geil. 4 von 5. Lande 3 großartige Würfel hintereinander. Ist möglich. Fange 25 Elektro-Pokémon. Pikachu ist erhöht, also mal schauen. Spiel mit deinem Kumpel. Nice. Achso ja, dafür gab es noch Laukarps und Schnutthelm als Belohnung. Und hier gibt es noch Kabuto, möglicherweise Shiny. Laukarps, nee, Schnutthelm, doch Laukarps ist interessant. Den könnte ich 100 gebrauchen, aber eine Chance drauf. Naja, dafür gibt es dann ein Eismodul, ein Genesect mit 1437 100% und 3 TMs. 5 von 5. Kämpfe 3-mal gegen einen Teamleiter, ist möglich. Was leidend ist, weil ich habe meine Medaille auf 4999 und weigere mich auf die 5000 zu gehen durch Fake-Training. Ja, und jetzt muss ich das machen und erreiche die 5000. Leidend. Fange 25 Eis-Pokémon, ist auch möglich. Und mache 3 Schnappschüsse von Genesect, ist natürlich möglich. Und dafür gibt es die Ameise. Was mich wundert, denn die Ameise ist regional. Für uns ist es natürlich nicht regional. Und da die Aufgabe natürlich weltweit vorhanden ist, wundert es mich. Beziehungsweise ich kann mir nicht vorstellen, dass dann irgendjemand den regionalen dann als Belohnung bekommt. Das kann wahrscheinlich nicht sein. 3 Steinstücke, 10 Bonbons und ein Brot kriegt man dann. Ja, ist nicht unmöglich zu Hause, aber ist auch nicht wirklich für jeden machbar zu Hause. Also, wenn Niantic schon ankündigt, jo, das ist machbar von zu Hause aus, dann denke ich mir echt, jeder kann es machen, ohne einen Homestop zu Hause haben zu müssen oder eine Arena oder was weiß ich. Also nicht so wirklich von zu Hause machbar. Vor allem mit dem Gehen, man kann schütteln, ja. Man kann schon einige Wege finden. Vor allem, man muss jeweils 25 Pokémon fangen, mal 5. Das sind 125 Bälle, mindestens, wenn jedes Pokémon beim ersten Ball drin bleibt. Aber man hat ja nicht nur heute Zeit, man hat für immer Zeit, also die Aufgabe einmal gekauft. Müsst ihr aber während dieses Wochenendes kaufen, habt ihr dann für immer Zeit, die zu erfüllen. Ich versuche natürlich heute und gebe euch immer Updates, wenn ich
Feldforschung abgeschlossen habe. So, Update Nummer 1. Ich war hier draußen eine Runde drehen. 25 Normal-Pokémon ging noch. Ich glaube, es geht alles. Nur nicht von komplett zu Hause. Außer Glück mit dem Rauch und zündet echt die ganze Zeit Rauch. Was kommt hier raus? Pinsir? Na, nicht Shiny. Wobei, selbst Shiny hätten wir nicht gebraucht. Was mir aufgefallen ist, die Event-Quests sind ziemlich selten. Was halt schon sehr schade ist. Weil man will ja die jagen, aber man will halt auch nicht zu viel gehen, zu viel in die weite Welt gehen und sowas, momentan. So. Aufgabe Nummer 2. Achso, übrigens, die Kämpfe konnte man auch in der Liga machen. Deswegen war das kein Problem jetzt. 5 Power-Ups können wir machen, 25 Feuer-Pokémon fangen und 3 Geschenke verschicken. Okay, bis gleich. So, Update. Und zwar habe ich gestern Abend noch die Genesect-Feldforschung geschafft, aber es war so spät, ich konnte halt kein Video mehr raushauen. Wir können, glaube ich, noch abholen. Genau. Die letzte Aufgabe einfach nur die Belohnung abholen. Knurs. Genesect-Bonbons 10 Stück. Und das war's auch schon. Hier nochmal mein Genesect. Nicht besonders gut, leider. Man kann den nicht tauschen, er ist mysteriös und... Ja, was soll ich sagen? Hat sich nicht wirklich gelohnt, diese Spezialforschung. Fazit! Ja, weiß nicht. Also komplett alleine zu Hause kann man das nicht wirklich machen. Außer ihr habt einen guten Spot mit Stop oder was weiß ich, Arena oder beides sogar. Ist auf jeden Fall schwer von zu Hause, aber dadurch, dass wir halt keine Eile haben, solange ihr das dieses Wochenende kauft, könnt ihr es erfüllen, wann ihr wollt. Kann man schon machen. An einem Tag ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwer von zu Hause aus. Ich war nicht nur zu Hause, ich habe mich auch ein bisschen draußen bewegt und ein bisschen rumgeschlichen, aber also seit heute ist es eigentlich nicht mehr wirklich erlaubt. Denn in Bayern wurden Einschränkungen jetzt offiziell. Davor war es ja nur eine Richtlinie, also konnte man sich dran halten, sollte man sich dran halten, aber jetzt halt muss man sich dran halten. Sonst gibt es Konsequenzen. Man darf immer noch spazieren gehen und sowas, aber sich nicht mehr treffen, keine Leute mehr und alles eingeschränkt. Dementsprechend natürlich auch unsere Videos, Gameplay und sowas ist nicht wirklich vorhanden. Ja, was soll ich sagen? Passt auf euch auf. Es wird natürlich jetzt eigentlich immer nur noch schlimmer und ernster, bis es irgendwann besser wird, aber die nächste Zeit wird hart. Mal schauen, was wir so treiben werden. Kann ich das Ticket empfehlen? Ich meine, jetzt wo ihr eh zu Hause hocken werdet wahrscheinlich und nicht viel zu tun habt. Das ist eine kleine Abwechslung, ein bisschen was zu tun. Wieso nicht? Ich habe viele Kommentare gelesen, es ist teuer oder sowas. Vielleicht habe ich keinen Bezug mehr zum Geld, aber 8,99 ist jetzt nicht wirklich so viel, meiner Meinung nach. Für das, was man bekommt, vor allem die Medaille, ist natürlich einmalig. Die kriegt ihr, okay, einmalig, sie sieht halt genauso aus wie die andere, nur mit einem anderen Datum. Aber ihr wisst, was ich meine, eine Medaille. Und die Klamotten kriegt man. Die sind ja eigentlich sozusagen exklusiv dann. Nee, nicht die Pose. Oder kann man sie sich dann trotzdem noch kaufen? Ah ja, die kann man sich wahrscheinlich dann separat kaufen, oder? Krass wäre es gewesen, wenn es halt Ticket exklusiv wäre. Das heißt, nur die Leute, die Ticket gekauft haben, haben für immer diese Klamotten und ansonsten kommt man nie an diese Klamotten. Das wäre natürlich krass. Muss man beim Plan checken, ob der die kaufen kann. Und ja, die Items, die Belohnungen sind okay. Ah ja, und das ist das einzige Genesect natürlich, das unter 1,5 ist. Weil das Level 15 durch die Quest. Es wird in die Expo jetzt kommen, deswegen werdet ihr nicht viel verpassen. Aber es wird über 1,5 haben. Das ist vielleicht auch ein Faktor, den man mit einplanen kann, falls es irgendjemanden interessiert. Ansonsten, das war's von mir, Leute. Heute nicht viel. Generell demnächst wahrscheinlich nicht viel, weil offensichtlich die Situation das nicht erlaubt. Passt auf euch auf und bleibt vorsichtig und bleibt gesund. Mir geht's gut, meinen Freunden, meiner Familie geht's gut und das ist das Wichtigste. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren.
Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.